Hallo und herzlich willkommen zurück zu One Piece Patrols. Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Janosch. Und heute sind wir hier endlich in der neuen Welt angekommen. Und es geht auch sofort weiter hier in Dressrosa. Und zwar, Ruffin und die Crew schließen sich mit Law zusammen. Und Kaido, einer der vier Kaiser, zu besiegen. In Dressrosa wollen sie die dort vermutete... dort vermutete Smile-Fabrik zerstören und ihre Ziele erreichen, eine der vier Kaiser zu stürzen.2年間の修行を経て大きな成長を遂げたルフィたち。麦わらの一味、魚人島を経由し、ついに新世界の海へと漕ぎ出す。航海中、緊急信号を受信した一味は発信元を追ってパンクハザードと呼ばれる島に上陸した。 同じ頃、新世界の海軍基地に所属を移したスモーカーとタシギも上陸。ルフィたちを追う中で、謎の研究所にたどり着く。先んじて研究所に侵入していた一味の前に現れたのは、キンエモンと名乗る和の国の侍だった。拙者、この島に息子を助けに来た。桃之助という子を知らぬか。 桃之助の捜索を手伝うことになったルフィたち。その途中、桜花七部会となっていたトラバルガー・ローと再会する。麦わらや、うちと同盟を結べ。四皇を一人引きずり下ろす策がある。ルフィはこの提案を快諾。一味とローの間で打倒四皇を掲げた 海賊同盟が結ばれた。ローは手始めにパンクハザードを支配する科学者シーザーの誘拐を提案。スモーカー、タシギとの共闘を経て、これに成功する。キンエモンの息子、モモノスケも無事救い出した一行は、ローの提案により、次の目的地、ドレスローザへと向かった。ドフラミンゴは、 シーザーと組んで人造悪魔のみ、スマイルを作り、四皇カイドウとの取引材料としていた。ローの狙いは、ドフラミンゴとカイドウとの取引を潰すため、スマイルの製造工場を破壊することだった。シーザーの身柄と引き換えに、桜花七部会からの脱退を要求するロー。翌朝、ドフラミンゴの七部会脱退が報じられ、 本人から連絡が入る。俺だ、七部会をやめたぞ。今から8時間後、北の孤島グリーンビット、南東のビーチだ。シーザーをそこへ投げ出す。勝手に拾え。一味とローはそれぞれの目的を達成すべく、ドレスローザに上陸するが、ドフラミンゴの返答すべては真っ赤な嘘だったと判明。 ドフラミンゴは七部会をやめてなんかいねえ。その島から早く逃げろ。急げ。すでにビーチはドフラミンゴが呼び寄せた海兵に包囲されていた。新たな海軍大将フジトラはローに麦わらの一味との関係を問う。報じられた麦わらの一味の件、記事通り同盟なら苦労。彼らが ローさん、七部会であるあんたの部下になったのならシロだ。麦わらや通りに上下関係はない。記事通り同盟だ。これを聞いたフジトラはローの七部会の称号剥奪を宣言し、攻撃を開始。なんとかサニー号に退却したローだが、今度はドフラミンゴの追撃が迫る。ローはサンジたちに次の目的地、 ゾウへ向かうよう指示。自分がおとりとなってドフラミンゴの注意を引く間にサニー号を脱出させる。一方ルフィたちは工場を破壊すべくドレスローザの町に潜入していた。Alles klar, meine etwas längere Zusammenfassung hier von dem Geschehen. Gut, wir haben hier jetzt die Auswahl zwischen diesen hier. Oh, naja, ich weiß gar nicht.
kommen, ihr wollt doch bestimmt Zorro sehen, ne? Ich kenne euch doch. Bochi bochi, Zigan da! Dann spielen wir mal Zorro. Oh, nice. Im nächsten Part spielen wir dann Luffy. So, wo ist denn hier der Bärmann im Ladescreen? Auf jeden Fall haben die hier jetzt auch ein paar Arcs geskippt. Und zwar den Fischmenschen Arc mit Brody Jones. Und den Pankasat Arc mit Caesar, dem kranken Wissenschaftler. Der ja ein paar kranke Experimente durchgeführt hat. Oi! Rui! Alex! Oh! Nanda! Rebecca! やだよ。私は今日の大会のチャンスにかける。お前に優勝できるような大会ではない。お前はまだ子供だ。私の言うことを聞け。何よ。親でもないくせに。あなたは片足のおもちゃじゃない。待て。やけになるな。すげえ。おもちゃが喋った。 いやいや、これはご客人。お荷物でもお持ちしましょうか。面白い兵隊。いやいやいや、面白いですかな。いかがかな。いかがかな。おいおっさん、そんな事より工場について何か知らねえか。 工場。いや、そうか。なかなか聞き出せねえな。こちら早いとこ工場ぶっ壊さねえといけねえのに。ちょっと待て。ここでそんな過激発言はタブーだ。ドンキホーテファミリーの耳に入ろうものなら。おいお前ら、今何と言った。ああ、それ見たことか。怪しい奴らめ。 Alles klar, da geht's ja anscheinend auch gleich mal Action geladen los. So, Ruffy darf hier nicht fliehen. So, hier können wir uns auch schon ein paar neue Angriffe für Zorro holen. Ich würde sagen, das hier maxen wir auch, weil ich glaube, Zorro wird hier auch einer der Main-Charaktere sein, die ich hier spielen werde. Fegelfeuer. Oh, Freunde, das hört sich interessant. Ach du Scheiße, ich habe ja mein ganzes Geld jetzt hier in Zorro investiert. Dabei sollten wir auch hier ein bisschen was reinstecken in diese Standard-Teile. Verdammt. Was war das hier? Panther Strike. Keine Arme brauchen wir auch nicht mehr. Ich bin gerade noch am überlegen, ob ich hier die Spezialattacken aufrüste. Großer Drachensatz. So, den Panther Strike brauchen wir nicht. Fegefeuer haben wir drin. Aber das hier rein. Gorilla-Arme brauchen wir auch nicht mehr. Ein Schwertstil, schöner Schlaf. Neun Schwertstil, drei Schwertstil, 3000 Welten. Okay, ich weiß gar nicht mehr, welche Attacken das hier waren. Aber ich versuche jetzt mal. Irgendwie dass sie jetzt rein zugekommen, Freunde, und dann schauen wir mal, wie wir hier mit ihm hier planen werden. So, oh, Bruder. Boah, Zorro, was geht denn bei dir ab, Junge? Alter, das wird hier richtig nice jetzt, nach diesen 2 Jahren. Oh, Bruder. Alter. Ah, Zorro, der hat... scheint richtig hart und fleißig trainiert.
Oh, Alter, was explodiert mir alles? Was ist das hier? Okay, das waren hier auch. Ich glaube, das waren auch die drei Schwerter, die dann haben wir oben wahrscheinlich Fegefeuer, ne? Oder Fegefeuer. Fegefeuer. Ach, ich nenne es einfach Fegefeuer. Boah, aber so ein Schnitt, der muss doch richtig scheiße wehtun. Also ich meine ja nur, als so ein Schnitt von Zorro, Mann. Oh, okay, darüber sollten wir jetzt gar nicht nachdenken. Ich glaube, das tut viel, viel mehr weh, als wenn man eine Faust von Ruffy kassiert. Ich weiß nicht, Gear 2, Gear 3, Gear 4 Mode. Ah ja, und ich habe euch ja erzählt, jetzt hier wurden ein paar Arcs so grob zusammengefasst. Ich kann die hier euch ja natürlich mal ein bisschen genauer erklären. Die sind ja dann zuerst zur Fischmenscheninsel hin und wollten da dann durchschwimmen, dann durchtauchen mit dem Schiff, damit die in die neue Welt kommen. Dann hatten die Fischmenschen aber ein paar Probleme mit Howdy. Und ja, dann hat halt Howdy den Beef gestartet hier mit der Schuhpiraten und den anderen Fischmenschen. Dann hat Ruffy halt der Prinzessin, ich weiß gar nicht wie hieß sie, Hiyahoshi, ich weiß nicht, doch irgendwie sowas geholfen. Und hat Howdy halt fertig gemacht. Und dann sind die rein in die neue Welt gesegelt. Dann haben die einen Funkspruch bekommen von Pank Hazard. Also natürlich so ein Fake-Funkspruch. Der von Caesar kam, der ja eigentlich nur neue Experimente haben wollte. Und so kommen wir da gar nicht runter. Ja, moin, Leute. Genau, dann hatte oder wollte er die Schrotpiraten einsperren oder gefangen nehmen und mit denen halt dann seine Experimente durchziehen, die er ja damals schon an Kindern angewandt hatte. Und ja, da haben die dann auch Blau getroffen und da haben sie ja, also wie ihr auch hier im Intro gesehen habt, die Smile-Fabrik von Doflamingo zerstört, der ja anscheinend Fake-Teufel-Früchte produziert und die an Kaido weiterverkaufen tut. So, aber jetzt gibt's hier anscheinend noch eine weitere Smile-Fabrik, die wir hier zerstören müssen, damit Kaido hier nicht weiter mit diesen Waffenfrüchten beliefert wird und er dann pisset auf Doflamingo ist und ihn ja dann eventuell noch ausschaltet. So, sagt uns, wo ist die Fabrik? Die Typen wollen alle anscheinend nicht reden, das ist ein bisschen schade. Ich finde es auch geil, dass Ruffy hier sein neues Outfit anhat, also dasselbe wie er auch im Anime anhatte. Mit diesen Sonnenblumen. Weil im Vorgänger, im dritten Teil, da hatte er das ja nicht, da hatte er ja einfach sein Main-Outfit. Und die gibt es jetzt ja auch anscheinend. Oh Mist, jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Okay, das ist peinlich. Wie hieß sie denn? Mann, peinlich. Ah, Freunde, vielleicht fällt es mir wieder ein. Auf jeden Fall kommt sie hier in dem Markt noch ein bisschen öfters vor. So. Denn eben, denn als der Arc hier rauskam, kam ja auch das Game raus. Also
ne? Da hat man ja dann so eine fiktive Geschichte erzählt, also wie es hätte ablaufen können. Das ist ja jetzt hier dann wahrscheinlich auch so ein Kampf gegen Kaido. Dass wir hier eine fiktive Story dann kriegen mit irgendeinem Ende, wo, keine Ahnung, eventuell dann wieder so sonderbare Charaktere dann vorkommen, wie zum Beispiel Kusan oder, keine Ahnung, Sabo. Aber lassen wir uns mal überraschen. So, den Boten haben wir besiegt. Es gab uns Informationen zu einem weiteren Piratenkommandanten, der hier ist. Tja, aber Caesar spielt hier anscheinend auch keine wichtige Rolle mehr für die Schrotpiraten. Ich frag mich echt, was aus dem geworden ist. Die meisten von euch müssten ja hier eigentlich den Dressrosa Arc kennen. Sehr geil, ob jetzt auf Japanisch mit deutschen Untertiteln oder auf Deutsch, wo es ja erst, ich glaube, letztes Jahr lief oder so, also auch erst vor kurzem. Auf ProSiebenMax war es, glaube ich. Sofern ich mich erinnere. Da wurden ja nochmal die ganzen Folgen auf Deutsch ausgestrahlt. Ich finde zwar recht spät, daher jetzt in Japan ja aktuell, dass der Arc ja mit Kaido kommt. Und wir sind halt jetzt erst hier beim Zoo-Arc, glaube ich, aktuell, oder? Was, der Zoo-Arc? Ich glaube schon. Wo wir hier stehen geblieben sind. Oh, Pika. Ah, der ist auch ein lustiger Charakter. Bist du der Endboss? Scheint schon, ja. Oh, Pika war auch so ein lustiger Charakter. Einfach so ein muskulöser Typ. Mit einer Piepsestimme, oh Mann. Ich weiß doch, wie sich hier die ganzen Charaktere lustig über, sich lustig über ihn gemacht haben. Was auch ganz lustig war und Zoro ihn einfach zerstört hatte. So, aus dem Weg, Pika. Du kannst uns nicht aufhalten. Jawohl. So, ich glaube, das war's auch schon, oder? Ja, genau. Verrückt, also das ging recht schnell. Tja, Pika. Musst du noch ein bisschen üben. Oh. Er ist abgehauen. Also ich finde den Arc hier, den sollte man gesehen haben. Da der auch sehr, sehr actiongeladen ist. Und ich finde auch einfach episch ist so. Hoshi! Mera Mera no Mi! エースの能力をどっかの誰かに持ってかれるのは嫌だ。おめえにとっては形見ってことか。チャンスならら逃すな。後悔しても詰まらねえ。こっちは俺たちにスーパー任せろ。うん。コリーダコロシアム、一般からの出場受付打ち切りますよ。おお、出る出る、俺が出るぞ。待て待て、 その格好で行くつもりか。今朝新聞に顔が載ったばかりだ。そっか、わかった。出場登録ですね。お名前は？俺はルーシーだ。おう、ルーシー、おだ、かなの。 Auf jeden Fall wird er, glaube ich, im Japanischen Lucy ausgesprochen. Oh ja, mit Zoro haben wir viel mehr Cash bekommen als mit Lissop. Gut, aber das ist wahrscheinlich auch selbstverständlich. Jeder hat so seinen Main Character oder seine Main Charaktere. So, Freunde, falls euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Folgt mir auf Instagram. Checkt die Playlist, falls ihr die erste Folge verpasst habt. Und dann geht's weiter.
Und zwar in der Hoffnung, die Feuerfrucht zu bekommen, begibt Ruffy sich in Bordia Colosseum, wo das Turnier stattfindet. Und sein Plan ist es, alle Mitbewerber auszuschalten, die aufkreuzen. Genau, Freunde, dann sehen wir uns in der nächsten Folge in Verrückter Wirbelsturm, das Corrida Colosseum. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit und wenn ich schon Piraten mit sein. Ciao!